Cristiano Ronaldo, meine lieben Freunde, wurde hart abgestraft in einer Umfrage der italienischen Gazzetta dello Sport. Da hatte man Juve-Fans gefragt, ob sie dafür sind, dass Ronaldo am Ende der Saison geht. Aktuell ist er ja so ein bisschen umstritten bei Juve, hat letztens sein T-Shirt weggeworfen, wobei das wusste man gar nicht so genau, das Trikot. Dafür haben ihn viele Leute gehasst, gesagt, geht gar nicht, sein Trikot da wegzuwerfen. Andere haben gesagt, ey, der hat sogar einen Balljungen gegeben. Also das ist nicht so ganz geklärt, wie das war. Er soll aber laut einigen italienischen Medien so sauer gewesen sein, dass er kein Tor geschossen hat, dass er in der Kabine mit den Fäusten gegen die Wand geschlagen hat, ob das stimmt oder nicht oder nur irgendwelche Mediengerüchte sind, keine Ahnung. Wie dem auch sei, jetzt wurde er in einer Umfrage abgestraft. 75%, die dort teilgenommen hatten, sprachen sich dafür aus, dass Ronaldo zum Saisonende Juventus Turin verlassen soll. 75%, ja, das sind ja drei Viertel sogar, ja, die sagen, Ronaldo soll gehen. Das ist natürlich die Frage, wen hat die Gazzetta dello Sport da auch wirklich erreicht? Waren das vielleicht sogar irgendwelche Hater, die absichtlich Ronaldo da rausgevotet haben? Oder waren das wirklich richtige Juve-Fans? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Deswegen muss man immer gucken, wie man solche Umfragen bewertet. Wobei ich schon glaube, dass es einige Juventus-Fans gibt, die sagen, ey, Ronaldo sollte lieber gehen, um Platz zu machen für eine neue Generation und um Gelder frei zu schaufeln. Ich persönlich bin auch der Meinung, Ronaldo sollte gehen, aber nicht, weil er irgendwie schlecht für Juve ist, sondern weil Juve eher schlecht für ihn ist, zumindest die Spielweise dort. Damit kommt er nicht so zurecht und da sollte er sich noch einmal verändern, weil es ist dann wahrscheinlich der letzte große Wechsel in seiner Karriere und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass er nochmal woanders hingeht, vielleicht ja der Nachfolger von Mbappé bei Paris wird. Das würde mich persönlich sehr freuen oder dass er halt ganz woanders hingeht. Realrückkehr wäre auch toll, aber das glaube ich eher nicht. Was seid ihr, eure Meinung, gerne in die Kommentare. Ich bin richtig gespannt. Ronaldo soll nur bei Juve bleiben wollen, wenn große Transfers quasi kommen. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Die Haaland-Seite, sein Berater hat jetzt ausgepackt. Wie steht's mit dem BVB? Was ist da wirklich los? Klickt in die Mitte, findet's raus. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.